Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video der Reihe Facebook und Datenschutz. Im ersten Video habe ich gezeigt, wie Sie Facebook intern Ihre Daten schützen können. Jetzt zeige ich, wie Sie Ihre Daten gegenüber Dritten schützen. Dies können Facebook-Anwendungen oder Partnerseiten von Facebook sein. In diesem Bild sehen Sie, welche Informationen die Anwendung Trinkrunde von Ihnen sammelt. Trinkrunde ist eine Anwendung, mit denen Sie Ihren Freunden virtuell einen Cocktail ausgeben können. Daten sollten hierfür eigentlich nicht erforderlich sein. Bei vielen Anwendungen darf man zumindest einstellen, welche Informationen zugänglich sein sollen und welche nicht. Im Fall von Trinkrunde, das hier nur als Beispiel dient, sind allerdings alle Informationen erforderlich. Interessant ist, dass die Anwendung auch auf die Informationen meiner Freunde zugreifen kann. Man sollte bedenken, dass jedes Quiz, an dem man teilgenommen hat, oder jedes Spiel auch als Anwendung gelistet wird. Und da kommt ganz schön was zusammen. Natürlich können auch Anwendungen, die man bereits vor einem Jahr zum letzten Mal verwendet hat, weiterhin auf unsere Daten zugreifen. Sie sehen, es ist äußerst wichtig, dass wir unsere Anwendungen im Auge behalten. Aber nicht nur Anwendungen können unsere Daten ausspionieren. Nein, Facebook hat Verbindungen zu diversen Partnerseiten, denen auch erlaubt ist, auf unsere Daten zuzugreifen. Zu den Einstellungen für unsere Anwendungen kommen wir, wenn wir nochmal auf Konto und Privatsphäre klicken. Unten links finden wir dann Anwendungen und Webseiten. Um besser die Verwaltung der Anwendungen zeigen zu können, habe ich mich bei zwei angemeldet. Der erste Punkt ist Anwendungen, die du verwendest. Rechts sehen wir Einstellungen bearbeiten. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir eine Liste von allen Anwendungen, die wir jemals verwendet haben und können individuelle Einstellungen machen. Hier sind jetzt meine beiden Anwendungen. Ich hoffe, dass man hier auch was einstellen kann. Ich klicke auf Einstellungen bearbeiten. Hier sehen wir, diese Anwendung kann auf meine allgemeinen Daten zugreifen. Schauen wir mal hin. Name, Profilbild, Geschlecht, Netzwerke, Nutzerkennnummer, Freundesliste und andere Informationen, die ich mit allen teile. Wir haben das schon ziemlich eingeschränkt, deswegen ist diese Anwendung safe. Gucken wir mal weiter. So. Die ich mit allen teilen möchte, gut, und an meine Pinnwand posten. Statusmeldung ist auch wahrscheinlich ein Teil der Anwendung. Tatsache ist, hier können auch ganz andere Sachen stehen. Wie zum Beispiel mir E-Mails schicken. Plattformen außerhalb Facebook meine Daten zukommen lassen. Das sollte für jede Anwendung hier kontrolliert werden. Schauen wir mal weiter. Informationen, die durch deine Freunde zugänglich sind. Bestimme, welche Informationen für Anwendungen und Webseiten verfügbar sind, wenn sie von deinen Freunden verwendet werden. Aha, interessant. Welche meiner Informationen für Anwendungen, Spiele, Webseiten verfügbar sind, die nicht von mir, sondern von meinen Freunden verwendet werden? Je mehr Informationen du mit ihnen teilst, desto sozialer ist das Nutzererlebnis. Ja, sehr sozial, vor allem für Facebook. So, hier würde ich persönlich jetzt einfach alles wegmachen.
weil es schlichtweg fremde Anwendung nichts angeht. Aktivitäten und Spielen und Anwendungen können von mir aus meine Freunde sehen. Umgehende Personalisierung. Das ist ein heißes Thema, das wird wohl erst in Zukunft interessant werden. Darin geht es hauptsächlich um verschiedene Partner-Webseiten von Facebook. Schauen wir mal, ob wir... Ja, genau. Kann ich schon? Oh ja. Also, was ich für alle freigegeben habe, können auch Partnerseiten. Oh. Was ist denn da dabei? Können verschiedene Partnerseiten auch einsehen? Das möchte ich nicht. Öffentliche Suche. Oh. Das heißt so viel, jemand, der bei Google meinen Namen eingibt, findet mich auf Facebook. Öffentliche Suche deaktivieren, wenn Sie das nicht möchten. Ich möchte jetzt hier gerade noch ein paar andere Sachen zeigen. Hier die Blockierlisten. Bestens geeignet, um nervige Veranstaltungseinladungen, Anwendungseinladungen, die immer wieder kommen, oder einfach irgendwelche eifersüchtigen Ex-Freunde zu blockieren. So, das war Teil 2 der Reihe Facebook und die Datensicherheit. Im dritten Teil der Serie zeige ich euch, wie ihr Daten, die bereits von Facebook gesammelt wurden, wieder löschen könnt. Einen schönen Tag noch und tschüss.